So, heute machen wir uns den Klassiker, der bei keiner Urlaubsreise fehlen darf, nämlich einen Kaiserschmarrn. Und wie das geht, das sage ich euch jetzt. Was brauchen wir dazu? Natürlich eine Milch vom Zillertal am besten, dann Mehl, Butter, Eier, Grundteig. Dann werden wir ihn ein bisschen parfümieren mit dem Abrieb von einer Orange, von einer Zitrone. Und das war schon. Einfache Bauernkost auf höchstem Niveau zubereitet. Machen wir jetzt gemeinsam. Wir starten mit dem Teig. Und da kommt schon drauf an, ja? Der Teig, der Grundteig ist das Wichtigste beim Kaiserschmarrn. Wenn ich jetzt reingebe, das Mehl, dann rühren wir uns das einmal ein bisschen ab. Und das darf nicht zu dick sein. Wenn das jetzt schon zu dick ist, dann kann der Teig bzw. der Kaiser nicht mehr richtig aufgehen. Weil wir geben dann das Ei in weiterer Folge dazu, das lasst ihr gleich sehen. Ui, jetzt schau her. Jetzt, was machen wir jetzt, wenn wir da reinschauen? Jetzt ist eine Spur zu dick. Jetzt kann man da ruhig ein bisschen Milch dazugeben, nur keine Angst haben. Wir machen nämlich den Kaiserschmarrn nicht, wie es in Wien bei der ursprünglichen auch gemacht hat. Da tut man Eischnee aufschlagen und dann im Rohr, dass das alles souffliert. Wir machen den klassischen Hüttenkaiserschmarrn, den Sie vom Skifahren kennen, vom Wandern, immer bei jedem Besuch in Tirol dabei. Da haben wir den Teig, den Grundteig jetzt, mit Zucker werden wir das abschmecken. Schaut her. Was reingehört, ist ein bisschen Vanillezucker. Das muss schon noch was schmecken. Ja. Dann haben wir da Kristallzucker, jetzt Abrieb von den Orangen, schön eine, natürlich gewaschen, unbehandelte Orangen, das kommt da dazu. Und jetzt kommt der Clou beim Kaiserteig. Jetzt schlagen wir die Eier rein. Und da ist jetzt der wichtigste Punkt vom Kaiserschmarrn. Die Eier, wenn du da reinschaust, nachher werden die nur ganz leicht verschlagen. Da einer, die Dotter. Jetzt müssen die Eierspuren erkennbar sein. Und wenn wir den jetzt eingießen, dann hat das Ei die Triebkraft, der souffliert nachher. Mir rinnt jetzt schon das Wasser am Mund zusammen. Schaut her, da haben wir Pfandl. Am besten ist da immer ein Eisenpfann. Schön vorheizen. Und da gießen wir jetzt rein, schön langsam. Da kommt es drauf an, möchtest du eine Rosinen oder möchtest du keine? Wir geben heute ein paar rein. Ja. Da brauchen wir ein bisschen Hitzen. Jetzt können wir da reingießen. Ein bisschen mehr einschalten. Und zuerst schauen. Lassen wir das schön langsam aufgehen. Zugedeckt, Deckel drauf. Mit den Rosinen warten wir noch ein bisschen. Ja, schau her. Jetzt ist das schon. Jetzt müssen wir schauen, wenn die Hitze, dass er nicht anpackt, immer rundherum ein bisschen. Lassen wir noch ein bisschen. Jetzt kann man schon die Rosinen dazugeben. Das ist immer wichtig, dass die Rosinen nicht gleich, weil wenn der da drinnen ist und die Rosinen durch den Teig runterkommen, dann verbrennen sie drunter. Jetzt ist das unten schon ein bisschen gestockt. Jetzt können wir die Rosinen reingeben. Locker machen, ja. Jetzt geht er schön auf. Und jetzt haben wir oben, er muss oben noch ein bisschen stocken, da sehen sie nicht alles aus. Ja. Schön. Man sieht schon da unten rein, wie die Farbe vom Kaiser, so gehört das. Ein bisschen Dinkler gehört er noch zudecken und dann schmeißt man und zerreißt man. Hopp. Hopp. Genau so soll das sein, gell? Jetzt reißen wir da und wenn wir jetzt wieder zudecken, dann sieht man jetzt, wie das Ei aufgeht. Genau so. Zudecken, zurückschalten, immer wichtig, nicht zu viel Hitze, weil das soll nicht verbrennen. Nur aufgehen. Ein Teig, ein Kaiser braucht immer Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft beim Kochen. Ein bisschen ausschauen tut es auch, aber das gehört auch dazu. Schmeißen wir mal so. Jetzt kommt er schön auf. Dann werden wir karamellisieren, Zucker dazu, noch ist außen ein bisschen die Krusten, das Karamell noch mit rumflambieren und genießt. Da schau, wie das aufgeht, der Kaiser. Ja, jetzt können wir es reißen. Da ist wichtig, dass die Pfanne nicht unbedingt beschichtet ist. Viele kennen das von daheim. Die beschichteten Pfannen sind dann ruiniert, ja, weil wir müssen da schon so. Dann dreht man um. Das ist ein Kaiserschmarrn, ui, der auf keiner Hitze fallen darf. Genau so. Genau so soll das sein. Jetzt dazu.
Ein bisschen Butter, kalte Butter, Zucker. Jetzt ist das das Karamell, was da entsteht. Ah, herrlich. Urlaubsgefühle. Urlaubsgefühle sind es. Schauen wir da rein und jetzt brauchen wir da einen Rum. Und werden den flambieren, schaut's. Hopp. Genau so machen wir einen Kaiserschmarrn. Ganz kurz noch, Oberhitze. Wer das nicht daheim hat, braucht es auch nicht machen. Der Kaiserschmarrn ist fertig. Aber man wird jetzt so gleich sehen, durch die Oberhitze kann das ganze Ei noch mal ein bisschen aufgehen. Er wächst sozusagen. Man kann das notfalls auch daheim im Rohr bei Oberhitze machen. Ja. Dann wird man jetzt sehen, wie schön der aufgeht. Ach, schau, der aufgeht. Ja. So, machen wir noch kurz. Ah. Herrlich. Probieren muss man. So. Das ist ein Kaiserschmarrn. Schon wieder gehört. Und zum Schluss Zucker und Tonnensporn. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, gutes Gelingen und auf Wiedersehen bei uns in Tirol. Viertag.